Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die zweite Folge hier bei LR19, gerade in Thüringen, Version 3.101. Ja, ich wünsche mal einen schönen Samstag. Und ich mache es heute weiter mit BGH beliefern mit Silageballen. Und zwar mit den guten Luzerne Silageballen und Klee Silageballen. So. Ja, gestern waren wir noch im Kiesbeck und Kalkwerk gewesen. War mal ganz interessant. Aber ich denke mal, das wird für mich so im Großen und Ganzen nicht in Frage kommen. Denn wir werden auch hier genug Arbeit finden, um ohne Kies und ohne Kalk zurechtzukommen. Ne? Die könnte man hier damit gut nebenbei Geld verdienen. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir da nicht Diesel brauchen, den wir verkaufen müssten irgendwo, oder ja, kaum herstellen geht ja hier nicht. Hier müsste aber mal einen anderen Traktor nehmen, der ist dafür zu stark. Unsinnig, ne? Vielleicht aber, wenn wir wieder flügen müssten, theoretisch, da wäre der Fendt vergeeignet. So. Zack, einmal drinnen und einmal holen noch was, dann bin nachts auch genug haben. Das ist ja das Schöne, die BGH liefert immer schön Geld. Solange wir hier die Ballen haben, hier Ballen und später wenn wir Silage nehmen, ne? Also Silage, Gülle oder Mist, aktuell eher Gülle, ne? Ist hier noch ein Heuball drinne. Gut, wenn wir den kriegen, ich glaube die BGH nimmt den nicht an. Aber rechts, ich sehe gerade wie viel Hochleistung. 80 Grad Celsius. So. Also hier gehen nur 80.000 rein. Wollte nur gesagt haben. Warum das so ist, ja, keine Ahnung. Aber wie man sieht, die Verarbeitung ist verdammt schnell, ne? 70.000. Die Ball nimmt er nicht da vorne. So. Noch ein Stück zurück. Zack. Und den nimmt er sich nach und nach, ne? Schmeißt er raus. Na ja, gut, macht nichts. Nächstes Mal nehmen wir die mit. So. Ist auch nicht schlecht. Gut, okay. Die Ballen hüpfen. Wir gehen mal Hof 1. Hier oben war auch ein Schwung. Aber hier ist Pferdegras. Das bringt ein bisschen mehr ein. Aber ist gut so. Pferdegras müsste noch mal gedüngt werden, aber aktuell muss er wachsen. Ne? Aber wir haben noch genug. Aber ich schätze mal, das wird nie reichen. Weil wir brauchen noch mehr. Also mal schauen, ob wir da ja, größere Felder haben. Ne? Aber gut. Weiß ich, ob ich hier ein Feld mit einmal Silage herfahren lasse. Mit einem. Ja. Komm. Wir haben Mais, ich habe Prinzip fertig. Na. Müsste mal im Prinzip mal vielleicht einen herfahren lassen. Die Ladung hier. So, wieder voll. Vielleicht einen zweiten. Denn nachts werden wir ein bisschen schneller vorspulen das nachher und dann nachher schlafen und in der Zeit kann er ja das verarbeiten, ne? Und ein bisschen zu Geld umsetzen. Zack, das sind die Kleinanhänger von BM, ja, Autolog. Und zwar sind
Diese hier. BDM Autoropack. Ja, ganz praktisch. Großer Haufen, kann er sich bedienen. So, ist die Sage auch fertig. Wir haben drüben einen Radlader. Den müsste auch schon gut sein normalerweise. Ja. Machen wir nicht auf. Den Traktor werden wir auf Hof 3 fahren, weil da hat der auch ein Gewicht. Der hat keinen, vorne hat er eh kein Gewicht. Hinten werden wir eine Silowalze kaufen. Habe ich sowas? Es ist zwar noch nicht so weit, aber es kommt irgendwann. 3 Meter. Das könnte man nehmen. Geht das mit Wasser? Der ist 480 und der ist 3 Meter. Wieso hat er denn einmal drin? Gute Frage. Ne? Das sind Verteiler. Die schieben die aber in die Wand rein, ne? Das muss man dazu sagen. 3 Meter. Oder nehmen wir den, ne? Bisschen breiter. Kann man hier Wasser einfüllen als Gewicht? Sieht man nicht, ne? Und den. Ah, da kann man noch was anbauen, ne? Sieht aus wie ein Gewicht oder sowas, ne? Oder ist das gute Stück von Rad hinten dran, ne? Den kaufe ich mal. Zurück. Ich meine, durch die 3 Räder im Prinzip schon mal sehr gut verdichtet. Und verteilt. Auf zum Händler. Das gute Stück holen. Der kann auch hervorragend flügen, ne? Also von daher. Der Traktor ist dafür sehr gut geeignet. Hohes Eigengewicht, hat gute Bodenhaftung, breite Reifen zur Not, ne? 3 würde ich denke mal nicht nehmen, sondern 2. Aber hier für Silo verdichten mit 3 Stück, das ist ganz gut. Ist zwar noch lange nicht so weit, aber irgendwie müssen wir da hinten uns arbeiten, dass wir da Erfolg haben, ne? Beziehungsweise wir müssen ja irgendwann mal auch die Maisarbeit vorbereiten, obwohl das noch sehr, sehr lange dauern wird. Die Breite ist gut. Naja, gerade da, wo die Reifen nicht sind, ne? Das kann man sich ungefähr vorstellen. 3 Meter, der hat eine Breite von 9. Achso, vorbeigefahren. War zu klein. Ja, die Silageschilder könnte ich verwenden. Und zwar. Ja, da muss man 3 Stück haben, ne? Können wir hier Wasser auffüllen? Bei 0 da steht. Was steht da? V. Eben. Na ja gut, vielleicht holt mir noch ein bisschen ein Mod raus, der ein bisschen mehr kann. Habe ich irgendwo ein Wasser?
Trecker zum Auffüllen. Könnte mal Hof 3 am Teich ranfahren, aber ohne Teich, hier auch ein Teich. Ja. Machen wir eine Innensicht. Wie gesagt, später will ich ja Silage verdichten und O3 soll das alles ranfahren, ne? Darum geht's ja. Hat auch bisher gut geklappt. Das werden wir auch so fortführen. Da haben wir schon ein Steak fertig. Mal gucken, mal rein. Da habe ich das Klappfächchenrad den Traktor verschoben. Ne? Muss geflügt werden. Das raucht schon mal. So, mal gucken, mal rein. Rindfleisch. Wir haben schon Fleisch. 3000. Steak haben wir 400. Oh, Wurst. Wahnsinn. Aber wie gesagt, wir haben hier. Die Rinder sind alle. Oh nee, das waren acht groß ausgewachsene Bullen. Wahnsinn. Wahnsinn, so wenig. Gut, die Rinder sind ja eigene Zucht, die haben ja nichts gekostet, ne? Gut, Futter haben die bekommen, ja. Bisschen Arbeit, bisschen putzen, bisschen sauber machen. Wasser geben halt, ne? Aber so. Naja, da lohnt sich kein Kühlfahrzeug zu kaufen. Die lagern wir mal bei der Wurstfabrik ein. Ist ja auch so, ne? So, dann fahren wir zum Hof. Und lassen den mal im Silo stehen. Und dann geht's zum. Ja. Ich könnte ja ein paar Silageballen Richtung. Für Futtermischanlage so hinstellen, ne? Für Hof 3. Dass da ein bisschen was passiert. Könnt ja mal ein paar Silageballen hinbringen, ne? Genau. 3-4 Stück oder so. Mit Klee und die Zähne, ob das irgendwie Auswirkungen hat. Aber ich glaube eher nicht. Ja, der Große hat die Kraft eher und weniger die Geschwindigkeit, ne? Klar, logisch. Irgendwo muss im Getriebe auch Kompromisse machen, ne? Ich weiß auch nicht, wie es früher war, es ja so, dass sie mehrere Gruppen hatten und somit Straßenverkehr andere Übersetzung hatten als auf dem Acker. Aber heute, das weiß ich nicht. Ich werde schon wieder müde. Ist doch gar nicht so weit. Ist doch gerade mal 7 oder so, ne? Ja, 10 vor 7. Naja. Gut, einen Tag später als sonst. Halt! Hier rein. Hier soll die Silage rein. Zum einen hier, die Mitte und zum anderen rechts. Das ist so. Ich habe ein bisschen tief gemacht. So, den wollte ich mal nutzen für mal einfahren wegen Silage. Hm. Aber Regen und lange nicht gehabt, noch Pfützen haben wir hier. Grad, ich weiß gar nicht wieso. Guck mal ganz kurz rein hier. F2. Also Hof. Trotz voller Leistung nur 33 FPS. Wieso gehört er mir? Nee. Reinhold Meier, gedüngt 300%, Unkraut 0. 106,07 Hektar. Bei mir ist das so. Im Wachstum gedüngt, ja, 100% kann man sagen. 13,8 Hektar. Ja.
36. Jetzt ihr erst so kurz zum Fend laufen, die Silageballen aufnehmen. Obwohl, nee, ich nehme die Silageballen von da oben, die da eh rumliegen. Die Gras-Silageballen, die bekommen die Kühe. Ja, der große Flug. Ob ich die halben wegmachen kann? Theoretisch schon. Und die Wahlen müssen noch silieren. Wahnsinn. Weg. Fahren wir rüber. So. Ja, die können wir auch nehmen. 8 Stück reicht. 13. Und doch fast voll, ne? Das sind nämlich Silageballen rein Gras von Gras von der Wiese links. So. So. Zack. 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 Ich will noch einen Radlader besorgen, ne? Gut, holen wir noch paar Ballen und recht durch. Und zwar von den Kleesilage. Wo ferne. Ob das was bringt? Mal schauen. Ja, morgen ist eigentlich groß angesagt Wachstum, denke ich mal, ne? Hoffe jedenfalls. Gras müsste wachsen, oder könnte noch gedüngt werden, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Und glaube eher nicht. So, das ist halt Klee und Luzerne halt, ne? Ja, da kommen wir nicht durch, ne? So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Auch für heute. Für den heutigen Samstag, dann sagt mal tschüss. Ciao, ciao. Nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen Rest Samstag. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr wisst ja, ne? Entweder Daumen hoch und Daumen runter. Klar wäre Daumen hoch lieber, aber darf ja jeder entscheiden, wie er will. Ist schon okay. Und da wünsche ich trotzdem noch ein schönes Wochenende. Restwochenende. Ja, morgen geht es hier weiter in Thüringen mit, ja, so, weggestellt. Ja, morgen geht es hier weiter mit mal Silage reinbringen von Luzern und von Klee. Tschüss und ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.